Halli und Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen TCG Opening. Opening! Opening! Ja, mit mir und meiner besten Hälfte. Yippie! Yippie! Ja, wie ihr sehen könnt, 18er Display, Clash, der Rebell und... Ja, es fällt mir schwer, aber wir werden uns von diesem Set... durch dieses 18er Display mehr oder weniger verabschieden. Ja. Es ist nicht mehr angedacht, dass wir da in irgendeiner Weise noch im TCG Real Opening noch was aufmachen. Dann haben wir uns überlegt, okay, was könnten wir machen, um das gebührend abzuschließen. Und da die erste Folge davon schon so gut geklappt hat, im Schnitt, ja. Haben wir uns überlegt, wir machen nochmal ein Pack-Bingo. Ja, mal kurz hier die Kategorien. Wir versuchen es nochmal. Genau, ich versuche es auch nochmal einzublenden. Also, wir haben Kategorie Galar. Das heißt, wenn wir ein Pokémon ziehen, das Galar hat, gibt es den Punkt. Easy. So, dann haben wir die Kategorie Fee und Drache. Ja, gibt es grundsätzlich nicht mehr. Aber im Spiel, Schwert und Schild, gibt es diese Typen ja noch. Das heißt, wenn wir ein Pokémon ziehen, das eigentlich auch als Typ Drache oder Fee existiert, wie zum Beispiel Pixie, wie Knapfel und Schlapfel, Katapultra. Was hat man noch? Silimbrim und Olanga. Genau. Ja, die haben ja im Spiel noch Typ Fee oder auch Typ Drache. So. Also auch wirklich nur auf diesem Rare-Slot. Genau. Also kein typisches, weil sonst wäre mit Goldratra und dann hätte man den Typ. Ja, genau. War schon ein bisschen schwieriger. Genau. Dann haben wir Kategorie Rare-Schwäche. Also die nächste Rare muss die Schwäche von der ersten Rare sein. Mhm. Also wenn ich einen Urgel als erstes ziehe, brauche ich einen Elektro-Pokémon auf dem Rare-Slot beim nächsten Booster. Ja, das finde ich echt schwer, das wird interessant. Ja, dann haben wir Kategorie Spezialenergie. Die kann man erst zum Ende hin auswerten. Und zwar kriegt man nur dann den Bingo-Punkt, wenn man die meisten von diesen vier vorhandenen zieht. Also es gibt da vier Spezialenergienkarten. Diese Tempo-Blitz, die Horror-Psycho, ich glaube Fang-Energie und Doppelfarblos, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn man, genau, und wer dann die meisten zieht, kriegt einen Punkt. Genau. Sollten wir beide gleich für haben, kriegen wir halt beide den Punkt. Genau, so. ist ja ein Bing. Big Kid ist diesmal eine Rainbow, keine Goldkarte, weil wir gedacht haben, naja, aus einem 18er ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlicher. Wir haben die Hoffnung verloren nach... Ja. Wie viele Displays eine Goldkarte zu ziehen? Ich glaube 6 oder 7, ja. Aber ich muss sagen, wir verabschieden uns ja auch wirklich da von dem Set, weil wir auch die Karten gezogen haben, die wir wollten. Genau. Uns fehlt zwar immer noch komischerweise ein Swarlock. Ja. Keine Ahnung, jeder zieht es nicht. Ja, wir nicht, nee. Nee. Wir haben auch keine Gold-Shiny-Karte gezogen, ja, aber leider haben nicht. Wie gesagt. Naja, aber wir haben, wie gesagt, die Karten gezogen, die wir wollten. Ja, das stimmt, das stimmt. Nächste Kategorie wäre quasi eine ganze Entwicklung im Booster. Erklärt sich von selber. Ja. Eine Wii-Karte. Dann die Typkombination Psycho, Unlicht und Metall. Also ich muss von jedem Typen ein Pokémon ziehen in einem Booster. Und zum Schluss die Kategorie Best Buddies. Das heißt... Wir haben uns auf ein Pokémon auf Rare-Slot geeinigt. Wenn man das zieht, kriegt man den Punkt. Das wäre bei mir Ogel, ganz klar. Und bei meiner Verlobten ist es ihr Best Buddy aka. Ich kann dich nicht mehr sehen, aber ich ziehe dich in jedem Booster gefühlt. Hass und Liebe zugleich. Ja, Trufeldes. Ja, das so. Wunderschöne Vogel-Pokémon, ja. Was ich in einem, ich glaube in einem Video in der Rare viermal gezogen dreimal gezogen habe, wo ich mir gedacht habe, okay, du verfolgst mich. Genau. Ich werde jetzt dich verfolgen und dann kommst du hoffentlich nie wieder. So, das sind die Kategorien. Ich versuche es, wie gesagt, einzublenden und diesmal ordentlich zu schneiden. Die Farbe Rot für das Bekommen eines Punktes ist dann, wenn meine Verlobte den Punkt bekommt. Ja. Und Grün wird es gekennzeichnet, wenn ich den bekomme. So. Mir ist aufgefallen, ich habe noch die Sieves vergessen. Oh. Die werde ich noch schnell holen. Und meine neueste Errungenschaft. Deine neueste Errungenschaft, okay, das klingt interessant, davon weiß ich nichts. Ihr kennt mich, ich werde einfach die Zeit nutzen, um zu sortieren. Jeder kriegt ja einen neuen Booster. Oh, die Booster haben hier, oh Gott, seht ihr das? Haben hier in der Mitte einen Strich. Wir haben ganz merkwürdige Booster, Schatz. Okay. Guck mal, wir haben hier Booster, die ja. Hier so ein
Eher so ein Klebestreifen gefühlt, ne? So, ja, so. Ich hoffe, das wird sich nicht auf die Karten ausfügen. Ja, das wäre echt ein bisschen belastend. Während du sortierst, kann ich dir schon mal zeigen, ich habe mir jetzt nämlich eine Karte gekauft. Über eBay. Ach, jetzt. Ich hatte in eins der letzten Videos schon erwähnt, was ich natürlich gerne hätte, wenn es schon die neuen Arena-Leiter gibt. Und da habe ich mir, weil ich ihn ja leider nicht gezogen habe, aber du ja schon, habe ich mir den guten Jarro jetzt endlich auch mal gekauft über eBay. Und es wäre so lustig, wenn du ihn jetzt ziehen würdest. Das wäre total lustig. Genau so lustig wäre es, wenn ich jetzt die Sania ziehe, die ich ja schon von dir geschenkt bekommen habe. Das wäre natürlich total lustig. Ja. So lustig, dass ich dann einfach das Video prompt beenden würde. Dann wärst du wieder demotiviert. Genau, dann hätte ich schon keine Lust mehr. Okay, ich habe schon mal ein bisschen sortiert. Ja. Möchtest du gemischt? Hast du einen Favoriten, den du auf jeden Fall möchtest? So, von wie viel haben wir denn? Wir haben hier von vier. Vier, fünf, fünf. Okay, jeder kriegt ja neun, richtig? Irgendwie so war das jetzt ja. 4, 4, 5, 5, kann das stimmen? Ja, das stimmt sogar. Ja, das wären 18. So, jeder kriegt 9. Leute, die Woche ist jetzt. Also ich würde tatsächlich sehr gern mischen. Du willst mischen? Ich würde mischen. Möchtest du auch die Berle haben? Du weißt, ich bin... Leute, ich weiß nicht wieso, aber ich bin ja immer ein Liberlo-Fan. Und komischerweise ist auch Liberlo immer der, der mich am meisten. Okay, also pass auf. Ich würde zumindest eins gern nehmen. Okay, eins kriegst du. Eins kann ich nehmen, okay. So, du behältst die vier, ja? Ja. So, von dem Rest würde ich jetzt quasi 2x3 und 1x2 nehmen, damit ich auf 9 komme. Dann mach mal. Ich nehme dann den Rest. Okay. So, also, dass du dich nicht beschweren kannst. Ich nehme auf jeden Fall 3 Riffex. Das ist ja schon mal klar. Und ich nehme auch 3 Gortrom und 2x Inteleon. Ich will nochmal die Booster angucken. Das ist so komisch mit diesem so, Strich. So, ich habe 2, 5, 8, 9. Ja, okay. Also bei mir kann losgehen. Also ich okay, bin... Ich, also das sind jetzt meine, ja? Ja. Du müsstest jetzt auch 9 haben. Gut. Perfekt. Nee, ich bleib Liberlo treu, nehme mir dann die Liberlo zuletzt und eins von denen mit meinen Glückspacks werden. Okay. So. Gut. Dann fang mal an, würde ich sagen. Okay, ich fange mit Liberlo an. Mach dir mal ein bisschen Platz. Ja. So, wir gucken mal, was wir da heute rausziehen können, ja? Ob wir da überhaupt Punkte holen. Ich muss echt ein bisschen gucken. Ich vergesse es. Ja, jetzt. Ich muss auch hier. Wir haben eine Feuerenergie. Das ist erstmal irrelevant. Ein Latonecto. Meditalis. Costurso. Ein Toxel. Galapantimos. Okay. Gibt schon mal einen Punkt für mich. Ich mach das schon mal. Ich mach mal die Punkte. Ja. Denn ich habe das wahrscheinlich gesagt. So, dann haben wir ein Schneebedeck. Ein Dusselgur. Galaflampignon. Galapantifrost. Wow. Als Reverse Rare. Und ein Krypok als normale Rare. Okay. Dann guck doch mal, ob du Psycho, Unlicht und Metall hast. Nein, ich habe nur Unlicht. Ich, alles andere reicht nicht. Ich habe auch keine Entwicklung. Kein Best Buddy? Nee. Dann brauchst du jetzt als Schwäche beim nächsten... Pflanze. Was? Echt? Ja. Pflanze? Pflanze. Ein bisschen. Ach doch, ich habe eine Entwicklung. Ich habe doch Galapantifrost und Galapantimos. Aha. Okay. Okay, dann habe ich schon mal two points von mir hier. Okay. So, und das muss ich mal noch draußen lassen, genau. Weil sonst vergesse ich das mal. So, den wir hier runter. So, das waren meine ersten Points. Ja. So, ich muss ein bisschen gucken hier, wegen dem blöden Licht, was immer von oben kommt. Dass man das auch sieht. So, das waren meine ersten Points. So. Die ersten 2 Points. Dann gucke ich mal, was ich so ja, habe. Ja, rutsche ich mal hier rüber auf die Punkte-Dings. Den guten Hyperheiler. Trainingsplatz. Dukles, wir haben einmal Metallen. Heute war Zucano. Goldra, siehst du, ja. Ja, jetzt nehme ich schon mein erstes Dings. Ich brauche jetzt noch ein Unlicht-Pokémon. So, ich habe jetzt wieder Elisa. Reverse habe ich Elisa. Ja. Schon mal was? Nee. Nee, und ein Evolve-Check. Ich habe leider nichts und ich brauche als Schwäche Kampf dann. Okay.
Okay, oh Leute, da muss man ja auf vieles achten. Was haben wir uns da angetan? Ja, das weiß ich auch noch nicht. So. Du hast hier wieder hinausgeschossen. Ja, ich mach weiter. Ich mach weiter mit Gottraum. Guck mal, was wir hier rausziehen können. Ob wir schon was bekommen. So, wir haben eine Pflanzenenergie. Also Entwicklung und so muss ich ja nicht mehr gucken. Nee. Nee, du hast da das schon raus. Okay, Psycho-Unlicht, Metall oder Best Buddy. Hm? Okay, wir haben schon mal Metall. Wir haben das Nugget. Wir haben Primova als Psycho. Wir haben Sichlo. Nasknet. Wingal. Smogon, Unlicht. Okay. Den Point habe ich auch. Wow. Ja. Nugget in Reverse. Oh, wir haben eine V-Mix. Riffix! Tja, gibt's aber keinen Punkt, weil das hatten wir nicht. Nee, leider nicht. Das ist auch kein Typ Pflanze. Nee. Auch lustig, da ziehst du mal eine Remix und du kriegst und dann bringen Punkte. Wir das halt keinen Punkt. So, das lassen wir mal draußen liegen hier, so als Zeugnis. Und das lassen wir einfach zum Spaß. Draußen liegen, damit wir auch sehen, dass wir auch mal was Gutes ziehen. Genau, natürlich. Die gibt's ja natürlich auch gerne. Natürlich. So. So, ich habe noch keine Spezialenergie gezogen. Ich auch nicht, glaube ich. Nee. Aber generell Trainerkarten sind. Jetzt machst du hier Punktevergabe oder was? Naja, wenn du öffnest, ja. Wasser. Legios. Was war nochmal die Dreierkombi? Ich habe schon mal vergessen. Psycho und Lichtmetall. Achso, das ist eine Fangenergie. Ja, das ist eine Spezialenergie. Steht da drauf. Aber es gab doch. Nee, das waren die vier: Horror, Blitz, Fang und Doppel. Okay. Primo. Ich glaube, Psycho war eins, ne? Ja. Muss man hier. Die nehmen wir hier. Ja. Psycho! Dann ein Masknet, ein Wingal, ein Smogon, ein Drapfel. Ist aber ist nicht auf dem Rare-Slot. Ist aber theoretisch die Rare. Also wäre eine Rare. Weiß nicht, lässt du das gelten? Ja, nein, musst du wissen. Ja, komm. Auf jeden Fall brauche ich jetzt ein Kampf-Pokémon. Kotomi V! Okay. Na gut, dann also habe ich aber wenigstens die Kotomi V-Punkt. Ja, ich würde dir auch das andere geben. Ja? Bist du dir sicher? Weil mach mal so, ich habe jetzt nicht die Kamera. Ich meine, die erste ist ja ein Rare. Die Karte ist schön. Ah, ich liebe diese Kotomi-Karte. Aber Kotomi Full Art ist noch schöner. Ja, ich meine, grundsätzlich ist ja Trapfel eine Rare. Nur weil es jetzt auf dem Reverse-Slot ist es ja, bleibt es ja trotzdem eine Rare. Genau. Deswegen würde ich da jetzt einfach mal nicht knausrig sein. Okay, bist du dir sicher? Außer ich verliere nachher deswegen, dann... Ja, das vielleicht, also wir können das ja erstmal so... Ja, nachher reden wir da nochmal drüber. Und ich habe schon mal eine Fangenergie. Genau, du hast schon mal eine Spezialenergie. Was? Bist du schon mit einem im Vor. Ja, ich liebe Trachten. So. Schönes Pokémon. Hier war nichts. Ich mach mal weiter. Mhm. Eine Psycho. Ah ja, Horrorenergie. Das gucke ich eigentlich. Das heißt, ich habe jetzt auch eine Spezial. Mhm. Mebrana. Pelzebub. Brauchst mal ein paar Stück. Okay. Du musst jetzt auf Ogel, auf deine Drachen achten. Eigentlich musst du viel auf Rares achten. Branawarz, hilft mir nicht viel. Und Katapultra, da ist mein Drache. Sehr gut, aber nicht die Schwäche, die ich gebraucht habe. Aber das ist ja nur auch nicht jetzt erstmal so ganz so schlimm. Okay. So, wir legen das jetzt erstmal. Das ist blödelig, ne? Das ist ein bisschen fertig. So, ich hoffe, man sieht das jetzt hier besser. So, ja. Also, das ist schon mal ganz gut. Da war der Drache. Sehr gut. Jetzt kommt hier der. Ja, jetzt hier ist alles gut und so. Na, so, Luxio, ein Electek. Nato Psycho. Ja. Kamakles Psycho. Oh, Antananda. Okay. Und Bämon. Bämon. Magma, ein Monte Carlo und ein Ognatoy. Ich hätte Feuer gebraucht. Ah, okay. Na gut. Aber Galar. Keine... Was? Galar? Na, Galar, Ognatoy. Oh, ich glaube, Galar hatte ich schon vorher. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Auch nicht drauf geachtet. Aber gut, hier, Galar Ognatoy ist der Punkt. Aber in der Entwicklung war jetzt nicht dabei, ne? Nee, ich habe nichts gesehen. Okay. Leute, hier sind so viele. Best Buddy hast du auch noch nicht. Karten! Okay. So, also das,
Ja, wo ist mein Griffeldes jetzt, wenn ich es mal brauche? Ich verstehe das nicht. Nee, ich verstehe es auch nicht ganz, aber ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. So, und ich brauche dann wieder Pflanze. Ja. Das ist für komische Schwächen. Na gut, muss ich nicht verstehen. Nee. Noch nicht. Noch nicht. So. Ich spiele zwar schon Schwert und Schild seit Beginn, aber ha. Hä? So, gucken wir mal. Wir machen weiter mit einer Pflanzenmagie. Einem Lombrero. Primano. Verfluchte Schaufel. Picuda. Galamauzi. Gehweier. Carpador. Mediti. Voltubal Reverse. Oh! Oh, Patina Raya V in Full Art. Eine V hatte ich noch nicht. Ja, stimmt. Ist ja auch eine Karte. Ja. Okay. Ja, das sieht für dich ganz gut aus. Wenn du jetzt deinen Best Buddy hast. Ich sehe gerade, ich habe hier unterschiedliche. Ja, aber mach wenn nichts. Du jetzt deine Best Buddies so. Hast, dann hast du schon mal Stein. Eine Linie. Okay, also Katapult. Okay. War nicht die Schwäche von Katapultra, dafür hätte ich Unlicht gebraucht. Aber okay. Das macht nichts. Als nächstes brauche ich Typ Feuer. Okay. Für Patina Raya, ne? Ist der Typ Stahl. Ach, Patina Raya. Ich habe jetzt auf dein Dings ja. Oh, Leute, Leute, da war es echt was. Da war die Full Art. Da war die Full Art. Hast du die schon? Oh, das weiß ich gar nicht. Psycho. Plaudergeil. Fantra. Latinecto. Ein Raupi. Ein Kalakorasam. Ein Lichtkill. Ein Scheinungs. Ein Flonkett. Ein Potrott und ich brauche Pflanze, also bitte aber so bleiben. Tenatora. Hm. Das hätte ich auch nehmen können. Ja. Brauche ich wieder Pflanze. Brauchst also du wieder Pflanze. Aber das war jetzt ich gucke jetzt nochmal durch. Oder? War glaube ich keine Entwicklung dabei. Nicht Latinecto. Nee, da fehlt halt noch Skelabra, ja. Also, dann halt nicht. Nee. Dann nicht. Leider nicht. So, wir gehen in die Inteleon-Ära und schauen mal, ob wir was mit der Hilfe von Inteleon ziehen können. Ja, er hat uns ja hin und wieder doch ganz gut geholfen. Ja, Inteleon ist eigentlich auch bei Opinion. Fandra, Navitop, die gute Sania. Galamauzi, Gehweier. Aber, glaub ich dich, wo war das hier Patina Raya Full Art in welchem Pack drin? Das war, glaube ich, im letzten Gortrom. Okay. Also hattest du im Liberlo-Pack, glaube ich, nichts, oder was? Da hatte ich nur die Entwicklung drin. Galapantimos. Halleluja! Wow, und wir haben echt gedacht, ach, nee, wir nehmen die Rainbow als Super Rainbow. Ah, aber Leute, die ist so schön. Die ist die echt schön. Die hätte ich echt auch gern. Und es ist meine zweite Spezialenergie. Ach, du bist doch doof. Also ich führe jetzt. Ja, ja. Damit. Oh, die ist die schön. Wir müssen die nochmal zeigen. Oh, ich liebe dieses. Ja. Weißt du, das ist die einzige Goldkarte, wo ich gesagt habe, die hätte ich echt gern. Und was machst du? Ziehst du? Ja. Ach Leute, ist die schön. Die ist echt schön. Ach, dieses Goldglitzer, ne? Also, das ist ja Wahnsinn. Das ist krass. Das aber wie man die auch nicht gesehen hat. Nee. Krass. Ah. Krass, bei den V-Max, finde ich, sieht man es da manchmal schon so glitzern und so. Aber hier hat man ja null gesehen, Freunde. Oh, was für ein halbes null Display. Gesehen. Krass. V-Max, Full Art und... Also ich ja hab gut, echt gedacht, ist nicht die Schwäche und hat nächste Runde auch keine Schwäche. Also die Punkte kann ich jetzt die Runde und nächste Runde nicht holen. Ja gut, ich wollte gerade sagen. Aber na gut, ich meine immerhin eine Goldkarte. Ne? Ja, dann werden ja in meinen Boostern ja noch was ganz Tolles drin sein. Ah ja, die Tempel-Energie. Spalte. Spalte? Ja, immer merkt, du hast die Goldkarte gezogen. Ja, ja, ist okay. Ja. So, ein Electek, eine Raffel, ein Schmiedeck, ein Martin, ein Unratytox, ein Luxio und ein Summer Center. Ja, aber nichts. Nee. Keine nicht Punkte, die Schwäche. Keine gar nichts. Ich habe jetzt als Schwäche Feuer. Ja. Okay. Also Inteleon hat mal wieder gegönnt. Das ist der Wahnsinn. Inteleon hat mal wieder gegönnt. Ich muss auch zugeben, hier dieses Rainbow-Befehl vom Boss war auch in einem Inteleon-Pack drin. Ja, siehst du. Aber die ganzen kleinen Mini-Heads, die ich gebraucht habe, die waren halt in die Berge drin. Okay.
Das habe ich. Ich führe Liste. Okay. Eigentlich muss ich jetzt nur nach Spezialenergie oder. Ja, Buddy. Oder Buddy gucken. Oder eine Rainbow Girl. Ja, das wäre natürlich. Aber das wäre jetzt. Das wäre too much jetzt. Da wäre ich echt. Gramokles, Symbolara. Ja. Okay, Symbolara hat Schwäche Elektro in der nächsten Runde. Jetzt kommen die Liberdo-Packs und ich bin echt gespannt. Oh Gott. Ja, also ich habe ja. Ich habe eine Wii. Ja. Also ich hätte gern auch noch irgendwas Cooles. Na, vielleicht habe ich jetzt auch einmal die richtigen Packs gesucht. Ja, wenigstens einmal. Siehst du, deswegen habe ich dich auch auswählen lassen, damit du mir hier nicht kommst. Oh, dritte Spezialenergie. Oh, das war ein Brana, ein Bronze, ein Toxtel, ein Lichter, ein Torzel. Was haben die alle mit Little? Ein Pipi. Ein Kapaloris. Mir hätte Dings gefehlt. Ich brauche ein Feuer-Pokémon. Olanga! Olanga! Siehst du, jetzt wäre es halt Fee. Ja, jetzt wäre Fee auch erledigt. Olanga! Aber auch eine Holo haben wir leider nicht. Wieder Pflanze. Krass. So viele Pflanzen-Dinger. Pflanzenschwäche. Stimmt. Das entwickeln wir jetzt auch nicht. Okay. Fast. Ja, ich weiß. Riffix! Die letzten drei Booster. Oh! Du, ich freue mich auch mal für dich, wenn du was... Wenn ich was gewinne, ne? Die ist echt schön, meine Güte. Ja, die ist echt... Oh, da bin ich echt neidisch. Da hätte ich dich gefragt, willst du tauschen? Muss ich nochmal kurz ein bisschen wegschubsen? Ja, Mann. So, Ressler Deo. Ich bin sehr cool. Gerne bei dir. Akup. Bronze. Toxel. Lichtel. Lotorze. Pipi. Anziehungsnetz in Reverse. Und ein Kapaloris. Ist nicht die Schwäche von Symbolara. Dann kann das mal weg. Krass, ey, da haben wir so gute Hilfe. Ich brauche jetzt noch eine Spezialenergie. Was hast du gesagt? Zwillingsenergie? Du brauchst noch die Zwillingsenergie. Ist das die einzige, die... Oder die noch fehlt, andere, ja. Spezialenergie? Nein. Gib nur die vier. Okay. Na gut. Ja. Echt. Nein. Psst. Ja. Türfelste. Oh, das passt ja. So, Lambrero. Sukarno, Belmon, ich mache jetzt hier mal ein bisschen bunt. Skoppel, Goni, Reutra, Kuda, Pflanze, Magrat. Wow. Na gut. Du musst dein Magrat draußen lassen. Jana, warte doch mal. So, das kann ich nicht lassen. Nein, ich muss das nicht lassen. Sonst komme ich wieder. Nein, jetzt nicht so. So. Da waren es nur noch zwei Booster. Ne? Also hier ein bisschen Müll wieder auf den Fußboden schmeißen. Ja. So. Das sammelst du aber auch. Ja. So, eine Blitzenergie. Luxio. Phandra. Navitop. Toxa, was tust du da? Weiß nicht. Steht da keine Zeit? Die steht hier oben. Deswegen habe ich die vorhin auch kurz gesucht. Okay. Galapantimos, Schneebedeck. Ein bisschen in Panik. So, Dusselgur, Flampignon, eine Sania, eine Best Buddy. Achso. Galakorison als Holo. Na gut. Hilft mir leider nicht so viel. Wasserdingsbums. Was brauche ich denn als Schwäche? Unlicht. Okay. Ich habe wieder ein Unlichtsenergie. Dann kommt die Sunny. Reaper. Ein Bronzong. Ein Flampion. Ein Wolpix. Ein Fukumil. Ein Grönte. Ein Garnozzi. Nochmal ein Olanga. Ich brauche ein Wasser-Pokémon. Ja. Und was Cooles. Ein Arcani. Ach, ich hab keine Fukano war in dem Booster davor. Ah, okay. Gut, brauche ich halt. Aber Schwäche bleibt die gleiche. Wasser. Aber Wasser kriegt man, glaube ich, hin. Ja. Wenn man dann mal das hinkriegt. Ja. Oder eine Spezialenergie jetzt noch. Das ist Pack Magic. Ich meine, wenn ich jetzt keine Spezialenergie ziehe, kriegst du den Punkt. Weil den kann ich dann nicht mehr aufholen.
Ich kann jetzt höchstens ausgleichen und muss hoffen, dass du dann, wenn ich eine ziehe... Ja, du bist halt in Führung auf jeden Fall noch. Oh. Also mit den Strichen her. Aber man muss sagen, ich kann mal einen Zwischenstand geben. Wir haben beide kein richtiges Bingo. Nee. Nichts mit hier in the row. So. Stahl. Oh. Metall. Nugget. Skuntank. Morpeko. Hokumil. Fukano. Bämon. Skoppel. Paragoni. Okay. Also, Spezialenergie werde ich nicht mehr kriegen. Mediti. Und Relaxo ist auch nicht die Schwäche von Gorgason. Demzufolge bleibe ich ohne Punkte. Hast du noch einen Katalog? Achso, ja, das gehört ja auch nicht mehr. So, also gut. Kann ich dir schon mal den Spezialenergie-Point geben? Naja, ja. Naja, ja. Kann ich machen, ja. So, der letzte Code geht natürlich an euch. Zur Verabschiedung. So, es steht jetzt gerade 5 zu 5. 1, 2, 3, 4, 5 habe ich und du hast jetzt auch 5. Ja, ich kann halt nur noch mit einer Entwicklung raushauen. Ich kann nur eine Hippo ziehen. Die Rare-Schwäche oder halt mal ein Gefälltes ziehen, mein Freund. Wo bist du denn? Ja, heute so. Nicht da. Feuer. Ja. Safkorn. Mhm. Das Flammenhalstuch. Ja. Olivia. Mhm. Smogon. Ja, ich könnte auch noch einen Galasmogmog, weil das habe ich noch gar nicht. Mhm. Habe ich auch noch nicht gezogen. Shinups. Ein Makabaya, ein Knapfel, auch lange nicht gesehen, ein Bremova, ein Safkorn und ich brauche einen Wasser-Pokémon oder Best Buddy. Was krasses, komm. Ein Cherox. Hm. Okay. Also die Liberdo-Packs haben mich diesmal sehr enttäuscht. Ja, die waren heute nicht ganz so... Aber ich habe generell diesmal keine große Hitrate. Ja. Oh, ja. Upsi. Bin ich etwas traurig, aber ich freue mich umso mehr für dich natürlich. Aber ich sag mal, es ist ja grundlegend auch ein schönes Ergebnis, dass wir hier im letzten Pack-Bingo mit Clash der Rebellen, ja, unserem Abschiedsvideo quasi mit zu Clash der Rebellen, mit einem Unentschieden rausgehen. Ja, finde ich auch total in Ordnung. Damit kann ich absolut leben. Ich mache hier mal meinen einzigen Hit, Review. Genau. Hier. Ein Kotomi, genau. Ich habe so ein, zwei Karten mehr gezogen. Ja. So, aber grundsätzlich, war es trotzdem ganz cool. Ja, also man kann jetzt mal nochmal einen Zwischenstand geben. Ich habe jetzt dadurch, dass ich halt hier in the Row habe, weiß nicht. Ja, ich glaube, aber das wird man auch sehen, ja. Ja. Also hier steht eigentlich unentschieden. Ja. Aber ich habe einen in the Row. Ja, gut, in du hast row? Einen in... In a row. Ja, ja. Not in the row, sondern in a row. Ich hab schon verstanden. Ja, so. Also ich sehe mich aber nicht als Sieger, weil du hast einfach coolere Karten gezogen. Ja, wenn es danach geht, bin ich natürlich heute mal meilenweit voraus. Ja, also ich, das wirkliche Pack-Bingo habe eigentlich ich gewonnen, aber eigentlich du mit deinen krassen Karten. Ja, naja. Ja. Also bleibt es beim Unentschieden. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen da, auch ein paar nette Wörtchen in die Kommentärchen, würde ich sehr gerne lesen. Und wir müssen noch updaten, denn dadurch, dass jetzt, die werden sich jetzt fragen, ja, aber was macht ihr denn jetzt nach Clash der Rebellen? Ja. Es ist doch jetzt noch so viel Zeit bis zum nächsten neuen Set. Ja. Leute, es kommen viele schöne alte Sachen. Ja, lasst das stimmt tatsächlich. Euch überraschen. Das stimmt. Also könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ja. Drauf. Und wir können uns jetzt die Karten nachkaufen, die wir brauchen. Genau, ja, so sieht's auch aus. vergesst nicht zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, damit ihr nichts mehr verpasst, was hier an Premium-Content natürlich fast tagtäglich hier läuft. Unbedingt dranbleiben, Leute. Genau, dann bedanke ich mich fürs Einschalten und sage Tschüss. Bis dahin, bleibt geschmeidig.